Unter Spiritualität verstehe ich die Natur des Lebens, die Wahrnehmung zu schärfen, Dinge genau zu beobachten, zu erkennen, diese tieferen Dimensionen zu erreichen, wodurch sich vielleicht auch neue Perspektiven ergeben. Yoga hat mein Leben sehr geprägt. Damals hatte mich eine sehr gute Freundin gefragt, ob ich sie mit ins Yoga-Studio begleiten möchte. Und ich dachte mir so, klar, warum nicht? Wenn ich schon Sport mache, ist Yoga easy. Und dann stand ich da im Yoga-Studio und habe erst mal gemerkt, wie anstrengend Yoga eigentlich ist. Und dann hat mich das Ganze schon viel mehr interessiert. Ich wollte die Yoga-Philosophie dahinter verstehen und habe mich darüber informiert. Ich habe plötzlich verstanden, dass ich mein Leben selbst in der Hand habe und dass ich mein Schicksal damit selbst bestimmen kann. Und es hat mich natürlich auch als Schauspielerin sehr geprägt, weil ich als Schauspielerin auf jeden Fall einen langen Atem brauche, Geduld brauche, Vertrauen brauche und all das habe ich plötzlich auf der Matte gefunden. Nachdem ich einige Jahre Yoga praktiziert habe, wollte ich die Veränderung, die ich selbst gespürt und am eigenen Körper erfahren habe, anderen Leuten auch näher bringen und habe für mich entschieden, dass ich eine Yoga-Ausbildung machen werde. Ich wollte wissen, wie kann ich das, was ich selber erfahren habe, an den Nächsten weitergeben. Deshalb bin ich nach Indien gereist, weil ich im Ursprungsland Yoga lernen wollte, weil es mir einfach wichtig war, das Ganze auf authentische Art und Weise zu lernen. Yogaga ist vor allem dann entstanden, als ich gemerkt habe, dass keine einzige Yogamatte da draußen, die ich mir gekauft habe, meinen eigenen Ansprüchen genügt. Ich wollte eine, die in den Balancehaltungen nicht zu dick ist. Ich wollte trotzdem eine, die dick genug ist, die in meinen Knien nicht schmerzt. Und dann wollte ich vor allem eine, die rutschfest ist. Und dann dachte ich mir, ich muss meine eigene Yogamatte entwickeln. Ich habe mit der Yogamatte angefangen und habe dann auch relativ schnell gemerkt, ich brauche auch Yoga-Bekleidung, worin sich jeder einfach ultra wohlfühlen kann. Und so ist dann auch der Onesie entstanden, ein Einteiler, der eben jedem das Gefühl geben sollte, frei sich bewegen zu können, flexibel zu bleiben und trotzdem jedem Asana gerecht zu werden. Und aktuell arbeite ich an einer neuen Kollektion. Ich bin jemand, ich möchte mich fortlaufend verbessern, ich möchte mich kontinuierlich weiterentwickeln. Und genau das Gleiche sehe ich natürlich auch hinter Yogaga. Ich stehe mit Haut und Haar dahinter. Es ist mir super wichtig, dass alles so nachhaltig wie möglich produziert wird, weil ich natürlich auch das Gesamtbild dahinter sehe. Yoga bedeutet ja nicht nur eine Einheit mit sich selbst zu sein, sondern wirklich eine Einheit und eine Verbindung mit allem, was um uns herum herrscht. Und das möchte ich möglichst auf alles übertragen, was die Umwelt betrifft. Mein Name ist Vildan Chirpan, ich bin Schauspielerin und Yogalehrerin und auch die Gründerin von Yogaga.